im Sommer. Der begrüßen Sie mit mir zusammen den AfD-Landesvorsitzenden Jörg Obern, unseren ersten Sprecher für heute. Vielleicht schaffen wir es auch bei der Kälte, dass die Hände noch aufeinander klappern. Ja, wunderbar. So soll es sein. Jörg, das Mikro ist deins. Danke, Sebastian. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, liebe Gäste, so wie Sie, so wie wir uns heute hier in der sächsischen Hauptstadt versammeln, genauso tun das heute am selben Tag tausende Demonstranten in verschiedenen Städten Deutschlands. Unter dem gemeinsamen Motto Gesund ohne Zwang fordern wir ein Ende der Corona-Willkür und die Rückkehr zu Freiheit und Selbstbestimmung. Bevor ich aber mit unserer Anti-Impfzwang-Demonstration beginne, möchte ich gemeinsam mit Ihnen und gemeinsam mit meinen Kollegen, die heute noch sprechen werden, hier innehalten. Ich würde die Kollegen bitte mal auf die Bühne bitten. Sie alle wissen oder Sie ahnen es, warum ich das machen möchte. Seit 10 Tagen rollen in der Ukraine die Panzer. Seit 10 Tagen sterben Soldaten, sterben junge Männer, aber auch viele Zivilisten. Hunderttausende sind auf der Flucht. Ich möchte heute nicht über die Ursachen oder über die Schuldigen an diesem Krieg sprechen. Die Kriegstreiber und die Kriegsgewinnler, die haben meist nicht zu leiden. Im Krieg sterben und leiden die einfachen Menschen, die keinen Einfluss auf diese Ereignisse haben. Lassen Sie uns heute, jetzt, schweigend dieser Menschen gedenken und versprechen wir einander, das uns Mögliche zu tun, um dem Hass keinen Raum zu geben und dafür, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und die Menschen wieder in Frieden leben können. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wenn es ernst wird, muss man lügen, sagte Jean-Claude Juncker, der ehemalige EU-Ratspräsident. Und offensichtlich nehmen unsere Regierungen und die Politiker der Altparteien die Durchsetzung der Corona-Impfpflicht sehr ernst. Denn ohne Lügen, ohne Fake News, ohne Drohungen ist die Impfpflicht nicht mehr durchsetzbar. Entgegen jeglicher wissenschaftlicher Evidenz sollen die Menschen mit materiellen und mit psychischem Druck an die Corona-Spritze gezwungen werden. Und Kritiker des Corona-Impfzwangs werden zu Staatsfeinden erklärt und inzwischen sogar vom Inlandsgeheimdienst observiert. Mit dieser Art von oben herab zu regieren, untergraben Regierungen und Politiker wie Herr Kretschmer oder Frau Köpping die Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie zerstören das Vertrauen in Politik und sie zerstören auch den Glauben an die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie. Diese Art zu regieren stößt aber auf immer breiteren Widerstand. Nicht nur, weil die Schäden der Corona-Politik inzwischen gewaltige Ausmaße angenommen haben. Nein, auch weil all die Versprechen und vor allen Dingen auch die Horrorprognosen der Corona-Politik
sich als Lügen entpuppen. Seit Monaten demonstrieren und spazieren deutschlandweit Hunderttausende Menschen, selbstdenkende Menschen, gegen staatliche Bevormundung und für ihre Freiheit. Wir sind ein Teil dieser Freiheitsbewegung und wir werden nicht ruhen, bis die Freiheit wiederhergestellt ist und bis alle verantwortlichen Lügner für die angerichteten Schäden zur Haftung gezogen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, erinnern Sie sich an das Ende 2020. Die Corona-Impfung sollte der ultimative Schutz sein, wurde damals versprochen. 95%iger Schutz vor einer Corona-Infektion. Wenn jeder ein Impfangebot gehabt hätte, werden alle Corona-Maßnahmen beendet. Über diesen angeblichen Schutz redet heute überhaupt niemand mehr. Die Impfung schützt nämlich nicht wirklich vor Infektionen. Und das Versprechen der Rücknahme aller Maßnahmen wurde gebrochen. Dann hieß es, man muss sich gegen Corona impfen, um die Alten und die Schwachen zu schützen. Man muss solidarisch sein, hieß es. Und auch dieses Versprechen erwies sich als Fake. Die Schutzwirkung lässt schnell nach, wenn sie überhaupt eintritt. Das überprüft ja auch niemand, nicht mal in einer begleitenden Studie. Heute weiß aber jeder, auch Geimpfte geben die Coronaviren weiter. Auch in vollständig durchgeimpften Pflegeheimen erkranken die Menschen und sterben die Menschen an Corona. Die Corona-Impfung bietet keinen zuverlässigen Schutz, keinen Fremdschutz für unsere Alten und für unsere Schwachen. Dann hieß es, wir müssen all die Schäden an der Wirtschaft, an der Bildung und an der Gesundheit unserer Kinder hinnehmen, weil sonst die Krankenhäuser überlaufen würden. Die Wahrheit ist, dass CDU und SPD seit Jahren unsere Krankenhäuser abbauen, Kapazitäten schließen. Selbst in der Corona-Zeit wurden in Deutschland tausende Intensivbetten abgebaut. Hier in Sachsen verschwand im Corona-Jahr ein Viertel aller Intensivbetten. Und trotz dieser unverantwortlichen Kaputtsparpolitik war die Intensivmedizin in den letzten 2 Jahren nie an der Überlastungsgrenze. Das musste sogar das Corona-Schreckgespenst Karl Lauterbach zugeben. Dann wurde einfach behauptet, die Corona-Impfung würde vor schweren Verläufen schützen. Den Krankenhäusern drohe eine Pandemie der Ungeimpften. Alles gelogen, alles statistisch nicht nachweisbar. Die letzten Auswertungen der Daten der englischen Gesundheitsbehörde lassen sogar vermuten, dass das Sterberisiko insgesamt für Geimpfte höher ist als für impffreie Menschen. Und wenn den Corona-Politikern nichts mehr einfällt, wird vor dem schrecklichen Long-Covid gewarnt. Mattheit, schnelle Erschöpfung, noch Monate, Jahre, Jahrzehnte nach der Corona-Infektion. Ich kenne Long-Covid-Geschädigte, man trifft sie ja immer wieder. Zum Beispiel als Radfahrer in der Dresdner Heide, allein aber mit FFP2-Maske. Oder auch die, die Karl Lauterbach für einen kompetenten Virologen halten, nur weil er jeden zweiten Abend im zwangsgebührenfinanzierten Staatsfernsehen zu sehen ist. Auch diese Menschen haben eindeutig einen Long-Covid-Schaden. Aber im Ernst, es gibt echte Long-Covid-Schäden. Durch fast ein Jahr Fernunterricht hat eine ganze Schülergeneration Lerndefizite aufgebaut, die viele von ihnen ihr ganzes Leben nicht abarbeiten werden. Die Panikmache und die Schuldzuweisungen der Corona-Politiker haben Kindern Schuldgefühle aufgezwungen, haben Familien entzweit, haben zum Teil Nachbarn und Kollegen zu Denunzianten werden lassen. Nach die 2 Jahre lange Corona-Politik, die Lockdown-Politik mit 3G, 2G, 1G zum Teil, hat tausende Gastwirte, tausende Ladengeschäfte in den Ruin getrieben. Lieferketten wurden unterbrochen. Viele Menschen mussten zwangsweise in Kurzarbeit. Manche haben ihren Job ganz verloren. Der Volkswirt Professor Raffelhüschen schätzt die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Politik in Deutschland
auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Noch besser beziffern lassen sich die neuen Schulden, die die Bundesregierung und die Landesregierungen zur Finanzierung ihrer Corona-Politik aufgenommen haben. 1.365 Milliarden Euro. Dieser Schuldenberg ist ein echter Long-Covid-Schaden für unser Land und er wird unsere Kinder noch lange belasten. Und nun zur größten Lüge der letzten 2 Jahre. In Deutschland wird es keinen Impfzwang geben, hieß es von den Spitzenkandidaten in der Bundestagswahl. Vom sächsischen Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer stammt die Aussage, auch die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd und bösartig. Gelogen und wieder gelogen. Die Impfpflicht für Gesundheitsberufe ist beschlossen. Die allgemeine Impfpflicht soll noch in diesem Monat im Bundestag beschlossen werden. Die Grundrechte für impffreie Menschen werden eingeschränkt und zwar per Gesetz. Das ist wirklich bösartig, Herr Kretschmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die deutsche Politik ist an einem Punkt angekommen, wo man die Menschen zwingen will, sich mit einem Impfstoff spritzen zu lassen, der wenig wirksam, weil veraltet ist. Die angeblich hochmodernen Impfstoffe von Pfizer und von Moderna zielen ja immer noch auf die Ursprungsvariante des Coronavirus, die längst nicht mehr verbreitet ist. Die Menschen sollen gezwungen werden, sich mit einem Impfstoff impfen zu lassen, der deutlich mehr schwere Nebenwirkungen und Todesfälle verursacht als alle Impfungen der letzten Jahrzehnte. Mit einem Impfstoff, für dessen Schäden die Hersteller auch nach 2 Jahren Massenanwendung immer noch nicht haften. Das ist Wahnsinn. Wer so etwas per Gesetz durchdrücken will, der hat keinerlei Respekt vor dem eigentlich vom Grundgesetz geschützten Recht auf körperliche Unversehrtheit. Politiker, die so etwas durchsetzen wollen, sind die eigentlichen Verfassungsfeinde. Sie müssen sich fragen lassen, ob sie wirklich noch Volksvertreter sind oder nicht doch schon Pharmavertreter. Ebenso der Umgang der Regierung mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Obwohl Sachsen die niedrigste Hospitalisierungsrate im gesamten Bundesgebiet hatte, waren hier die härtesten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit verfügt worden. Maximal 10 Personen im Freien. Und auch das nur, wenn sie Maske trugen und 1,5 Meter Abstand hielten. Diese hässliche Botschaft hat jeder hier verstanden. Kritik am Regierungshandeln, Demonstrationen sind in Sachsen nicht erwünscht. Und wer es trotzdem tut, der wurde per Verordnung zum Straftäter erklärt. Er wird von Politikern als Corona-Leugner, als Schwurbler, als Reichsbürger und natürlich als Rechtsextremist bezeichnet. Angesichts des Anwachsens der Anti-Impfzwang-Spaziergänge hat der Verfassungsschutz nun eine neue Extremismus-Kategorie erfunden, die Infragestellung des Staates. Der Demonstrant als Staatsfeind. Da klingeln bei vielen von uns hier in Sachsen doch die Alarmglocken. Das erinnert doch nun sehr stark an die Zeit vor 30 Jahren, als die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands versuchte, die Kritiker ihrer freiheitsfeindlichen Diktatur zu kriminalisieren. Das werden wir kein zweites Mal zulassen. Wer das Volk zum Feind erklärt, verliert jede Legitimation zum Regieren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, die aktuell größte Bedrohung für unser Gesundheitssystem ist gleichzeitig der Grund, der derzeit tausende Menschen in Deutschland auf die Straßen treibt. Es ist die geplante Impfpflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Diese Impfpflicht ist in Gesetzesform gegossene, freiheitsfeindliche, menschenfeindliche, abgehobene Politik. Dieselben Pflegekräfte und Ärzte, die Regierungen und Politiker wie Herr Kretschmer und Frau Köpping im vergangenen Winter noch
gnädig als Corona-Helden lobten, sollen nun mit einem Fußtritt ins berufliche Abseits befördert werden. Das ist an politischer Schäbigkeit nicht zu überbieten. Dieses medizinische Personal betreut nicht nur die Corona-Kranken, es behandelt auch alle Patienten mit den Schäden von diesen notzugelassenen Corona-Impfstoffen. Dieses medizinische Personal versteht mehr von Medikamentennebenwirkungen, von Thrombosen, von Herzmuskelentzündungen, als ein Politiker jemals verstehen wird. Wenn diese Fachleute sich nicht mit einem Impfstoff impfen lassen wollen, dessen Wirkung immer geringer wird, mit einem Impfstoff, für dessen Sicherheit nicht einmal die Hersteller die Haftung übernehmen wollen, dann ist das gefälligst zu akzeptieren. In einem offenen Brief haben nun 1300 Krankenpfleger und Ärzte in Sachsen angekündigt, dass sie kündigen werden, wenn diese Impfpflicht kommt. Und damit droht unserem Gesundheitssystem nun zum ersten Mal in diesen 2 Jahren Corona-Krise tatsächlich der Kollaps. Und das nicht, weil die Corona-Impfung nicht hilft und auch nicht, weil die Intensivbetten voller Corona-Patienten sind, sondern weil Gesundheitspolitiker wie Karl Lauterbach oder wie Frau Köpping mit dem Kopf durch die Wand wollen. Die ganze Absurdität dieser Holzhammerpolitik wird einem klar, wenn man sich anschaut, wie unsere europäischen Nachbarländer inzwischen mit der entspannten Corona-Situation umgehen. Länder wie Dänemark, wie England, wie Spanien oder Norwegen beenden Lockdowns, beenden die Maskenpflicht, beenden die Impfnachweispflicht. Viele dieser Länder stufen Corona inzwischen als eine mit der Grippe vergleichbare Infektionskrankheit ein. Diesen Weg kann und muss auch Deutschland endlich einschlagen. Wir wollen kein Aussetzen und auch kein Verschieben der Impfpflicht. Das sind Nebelkerzen. Wir wissen, dass die Regierung bereits 550 Millionen Dosen dieser notzugelassenen Impfstoffe bestellt hat. Das heißt, für jeden Deutschen sind bereits 7 Einzeldosen fest eingeplant. Wir fordern dagegen die sofortige Abschaffung aller gesetzlichen Regelungen zur Einführung einer Impfpflicht. Wir fordern die sofortige Abschaffung aller Corona-Maßnahmen. Wir fordern die Achtung der Meinungsfreiheit und ein Ende der Kriminalisierung der Bürgerproteste durch die Regierung und ihren Geheimdienst. Wir fordern die Aufarbeitung des willkürlichen und unverantwortlichen Regierungshandelns, das die Gesundheit und die wirtschaftliche Wohlfahrt unseres Volkes aufs Spiel setzt und das die Gesellschaft tief gespalten hat. Liebe Freunde, liebe Gäste, Deutschland hat seit 2020 die massivsten Grundrechtseinschränkungen seit Verkündigung des Grundgesetzes erfahren. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, diese, ihre verbrieften Grundrechte, werden heute eingeschränkt von Politikern wie Karl Lauterbach. Seien wir ehrlich, wir haben ihn alle kennenlernen dürfen in diesen vielen Sendungen. Einen Mann wie Karl Lauterbach, den würden Sie doch im Leben nicht mal einen Staubsaugerakt kaufen oder eine Waschmaschine. Aber solche Politiker wollen jetzt über ihr Leben bestimmen. Sie wollen darüber bestimmen, was sie in ihren Körper spritzen müssen. Solche Politiker wie Karl Lauterbach wollen darüber bestimmen, ob sie ihren Beruf ausüben dürfen. Darüber, ob sie in die Arbeitslosigkeit getrieben werden. Das müssen wir verhindern. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass diese Freiheitsfeinde so schnell wie möglich aus ihren warmen Amtsstuben vertrieben werden. Und dafür brauchen wir auch keine Fackeln und keine Mistgabeln. Dafür brauchen wir selbstdenkende Bürger, die Konsequenzen aus 2 Jahren Freiheitsbeschränkungen, Bevormundung und Misswirtschaft ziehen. Bürger, die ihr Versammlungsrecht und ihr Wahlrecht nutzen, um wirklich die eigenen Interessen durchzusetzen.
um Politiker zu wählen, die wirklich die Interessen der Bürger vertreten, um wieder wirkliche Volksvertreter in die Regierung zu wählen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste, ich, Sie, wir wollen in einem Land leben, in dem man frei atmen und frei sprechen kann. Wir wollen in einem Land leben, in dem die Kinder ihren Lehrern und ihren Freunden ins Gesicht schauen können. Wir wollen in einem Land leben, in dem die Menschen viel zu sagen haben und die Politiker wenig. Machen wir gemeinsam ein für alle Mal klar, dass wir kein Land von obrigkeitshörigen Untertanen sind, sondern ein Land selbstbewusster, selbstdenkender, freier Menschen. Für Sachsen, für Deutschland, für die Freiheit. Dankeschön.